Der 840 Meter hohe Hämmerberg war bereits im zweiten vorchristlichen Jahrtausend besiedelt. In keltischer Zeit gab es auf dem Berg das Heiligtum der Gottheit Jovenat, von dem die Namen Joenna und schließlich Jauntal und Jaunberg, die mittelalterliche Bezeichnung für den Hämmerberg, abgeleitet sind. Das keltische Heiligtum bestand noch bis etwa 400 nach, als eine befestigte Höhensiedlung angelegt wurde. Nun entstand auch eine erste Kirche. Sie verfügte über eine Apsis mit Klerusbank, einen abgehobenen Altarraum, darunter eine Reliquiengrube, zwei Nebenräume und einen Grabraum. Dort und an der Süd- und Westseite der Kirche wurden Kleriker und Stifter begraben. Mit der Völkerwanderung, vor allem dem Zug der Ostgoten nach Italien, änderte sich die Situation am Hämmerberg. Binnen-Noricum war ja Teil des Ostgotischen Reiches, das religiös gespalten war. So wurde bald nach 500 am Hämmerberg eine rechteckige Saalkirche für die römischen, also katholischen Gläubigen errichtet und parallel eine zweite Memorialkirche, die mit einem prunkvollen Bodenmosaik und einer Reliquienkammer ausgestattet wurde. In einer südlich anschließenden Grabkapelle sind die beiden Stifterinnen begraben. Über einen Hof ist diese Kirche mit dem achteckigen Baptisterium verbunden. Dieser Doppelkirchenanlage stand eine arianische Doppelkirchenanlage im Westen gegenüber. In der Apsidenkirche findet sich ebenfalls ein Mosaikboden. Unter dem Altar eine Reliquienkammer einer Märtyrerin. Diese wurde inklusive Gebeine 2004 unter den Volksaltar der Hämmerkirche übertragen. Für die Taufe hatte die arianische Gemeinde eine große Apsidenkirche mit Querschiff. Schon die frühen christlichen Kirchen zeigen, dass die Tradition des Heiligtums weitergeführt wurde, auch wenn der Ort des Jovenatkultes bei christlichen Gemeinden nicht zur Verfügung stand. Beide Gemeindekirchen hatten mehr Platz, als für die ansässige Bevölkerung notwendig gewesen wäre. So ist dann auch ein Pilgerhaus in unmittelbarer Nähe der Anlage zu finden. Die beiden Doppelkirchenanlagen zeugen einerseits von Konkurrenz, andererseits aber auch von Toleranz. Die arianischen Kirchen wurden nach 536 nicht mehr genutzt. Die römischen Gotteshäuser gingen mit der Einwanderung der Slawen um 600 unter. Die Reliquien wurden von der romanischen Bevölkerung mit nach Süden genommen. Erst 900 Jahre später entstand auf dem Bergplateau wieder eine Kirche, die der Hämmer und Dorothea geweiht wurde. Das Baumaterial für die spätgotische Kirche wurde dabei von den antiken Bauten genommen. Die Errichtung erfolgte zwischen 1498 und 1519. Im Jahr 1698 wurde das Kirchenschiff ums Doppelte verlängert. Erste archäologische Grabungen am Hämmerberg wurden am Beginn des 20. Jahrhunderts unternommen. Dabei wurden große Mosaikböden entdeckt, die allerdings mittlerweile verloren gegangen sind. Das Landesmuseum für Kärnten hat in den 1980er Jahren weitere Grabungen vorgenommen. Die dabei entdeckten Mosaike und sonstigen Funde befinden sich in Glowasnitz in einem eigenen Museum. Der Hämmerberg in Glowasnitz zeugt von einer kultischen Tradition, die bis in die Frühzeit zurückreicht.